Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und natürlich auch im Namen von JFD Bank ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar heute. Ja, am 11. Dezember 2019. Puh, kurz vor Weihnachten oder noch viel besser zu sagen, kurz vor der FED. Ja, die haben wir nämlich heute um 20 Uhr. Von daher werde ich versuchen, so ein bisschen Gas zu geben, da wir ja auch ab 19:50 Uhr noch ein Parallelwebinar haben, da vielleicht jeder ein oder andere auch noch gerne teilhaben möchte. Und da geht es dann auch noch live um den FED-Zinsentscheid. Für mich, wie immer, nicht ganz so dramatisch, kommt halt vor, alle paar Wochen. Also ich sehe das immer wahnsinnig nüchtern. Aber ihr kennt mich, so bin ich nun mal. Was machen wir heute? Trade den Wahrscheinlichkeitsvorteil. Okay, das ist meine Ansage. Genauer müsste der Titel eigentlich heißen: Wie bekommt man einen Wahrscheinlichkeitsvorteil? Wie leitet man den ab? Ihr wisst, von mir gibt es nie mal eben einfach, also gibt schon das ein oder andere Kochrezept mit voll ausgearbeiteten Trading-Strategien. Das haben wir heute nicht. Es geht mehr darum, wieder um die Methodik. Und ich bin nun mal nicht der, der einfach nur sagt, okay, wenn A, dann B und C, dann gehen wir jetzt einen Trade ein. Die Story dahinter, wie kommt man dahin? Und der Wahrscheinlichkeitsvorteil ist sozusagen das erste Element für jeden Trade. Wenn wir den schon mal nicht haben, den Wahrscheinlichkeitsvorteil auf unserer Seite, dann sollte man schon mal gar keinen Trade eingehen. Also müssen wir sowas messen können. Wir müssen sowas überhaupt ableiten können. Und selbst wenn wir jetzt den Wahrscheinlichkeitsvorteil haben, das wisst ihr auch aus anderen Webinaren, heißt das immer noch nicht, dass wir unbedingt einen Trade eingehen können, weil Wahrscheinlichkeitsvorteil heißt noch nicht Gewinnvorteil. Wenn man der Logik folgt, also dass man erst im Nachhinein auch noch die Kosten des Trades mit berücksichtigt, dann sieht so mancher ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsvorteil im Nachhinein ganz schön blöd aus und führt zu einer Sequenz von Trades, die dann final ein Konto nach Süden bringen. Und das, obwohl man eigentlich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil hatte. Okay, das ist aber jetzt nicht das Thema, sondern das eigentliche Thema ist, wie, mit welcher Methodik kriegen wir Wahrscheinlichkeitsvorteile sozusagen heraus. Und darum wollen wir uns natürlich heute kümmern. Wie ihr wisst, meine E-Mail ist schon eingeblendet. Wer nachher, ich habe ein paar Excel-Sheets, die mehr zur Illustration sind, enthalten jetzt nicht die schon fertige Trading-Strategie, weil ich ja schon gesagt hatte, ist heute ein bisschen methodisch, aber vielleicht doch für den einen oder anderen durchaus sehr interessant, um ein paar Sachen noch nachzuvollziehen. Wer die haben möchte, ich kann sie leider hier nicht hochladen, ich kann nur die Folien als PDF hochladen. Einfach eine E-Mail an mich bitte schicken. S.Friedrichowski@jfdbank.com und dann mache ich schicke ich euch natürlich gerne die entsprechenden Excel-Sheets zu. Gut. Achso, und das andere, da muss ich Sie auch mal dran denken. Ihr könnt auch die Folien vom heutigen Webinar bereits schon runterladen, das dann direkt aus dem GoToWebinar Control Panel. Naja, und bevor wir so richtig loslegen, ihr kennt es, wie immer, einmal muss es gezeigt werden, der Risk Disclaimer, der Risikohinweis. Wir reden über Trading, wir reden über Trading-Strategien, wir reden heute weniger zwar über Investment, aber im Allgemeinen schon. All diese Dinge, darüber reden wir. Aber was auch immer ihr anschließend tut, tut ihr natürlich auf eigene Verantwortung. Ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend, dass dem so ist. Aber so sind nun mal die Vorschriften. Einmal muss ich darauf hinweisen. Tue ich natürlich gerne. Okay, aber ein bisschen genauer. So, was geht denn heute los? Wer vielleicht gerade in den letzten zwei Webinaren mit dabei waren, da ging es auch irgendwo schon um Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitsvorteile und insbesondere um die wahnsinnig wichtige Frage belastbare Wahrscheinlichkeitsvorteile. Und da hat man gesehen, das ist ganz schön schwierig. Und das, was manchmal so brillant erscheint, ist aus statistischer Sicht dann doch überhaupt nicht belastbar. Weil Datenbasis viel zu klein, Vorteil zu klein, und insbesondere einfach immer die Anzahl der Datenpunkte, die die Statistik bilden. Da waren hoffentlich überraschende und aber auch überzeugende Erkenntnisse, dass wir wirklich große Zahlen brauchen. Und da reichen nicht ein paar hundert Trades, daraus leitet man gar nichts ab.
Also da müssen wir wirklich mehr machen. Und von daher nochmal hier die Frage, wie kommen wir jetzt, nachdem wir schon wissen, wir brauchen so viele, viele Datenpunkte, um einen belastbaren Wahrscheinlichkeitsvorteil überhaupt abzuleiten. Und da will ich euch einen Trick vorstellen, wie wir ein bisschen was erreichen können. Und das führt dann zu einem anderen Konzept der Ableitung einer Trading-Strategie. Das ist wirklich in der Tat anders, als ich hier vieles auch in den ganzen Webinaren der letzten Jahre gezeigt habe. Und von daher will ich das Konzept auch ein bisschen beschreiben, auch wenn es nachher noch keine fertige Strategie wird. Aber ja, und ich bin dran. Und da kommt was. Garantiert. Und natürlich lasse ich euch daran teilhaben. Und das wollen wir am Beispiel, also die Ableitung des belastbaren Wahrscheinlichkeitsvorteils, will ich am Beispiel von ein paar Indikatoren machen. Also wieder die Frage, hat ein Indikator einen Predictive Edge? Ich sage schon mal gleich vorneweg, das Wort Edge taucht mir wahrscheinlich heute häufiger in diesem Webinar auf. Ist einfach das englische Wort für den Wahrscheinlichkeitsvorteil und einfach deutlich kürzer. Also bitte verzeiht mir, wenn ich da ab und zu ein englisches Wort reinwerfe. Und also Edge gleich Wahrscheinlichkeitsvorteil. Gut. Kurze Erkenntnisse aus dem letzten Webinar, Trading-Statistik. Ist übrigens auf YouTube, also JFD YouTube-Channel, einfach bei Google eintippern, dann kommt ihr unmittelbar dahin und könnt euch das auch gerne nochmal anschauen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis war, und da gab es auch eine Formel, ein bisschen Mathematik drumherum, wenn ich eine Trefferquote auf plus minus 2% kennen will, also zum Beispiel euer Trading-Account, nur mal als Beispiel, oder ich bin dabei, eine Strategie zu entwickeln, dann brauche ich 5000 Trades. Also ich brauche eine statistische Gesamtheit von 5000. Erst dann kann ich eine Trefferquote mit der Genauigkeit überhaupt angeben. Da kann man ein paar Dinge noch hin und her diskutieren, ob es jetzt 5000 oder 6000 oder 4000 sind, aber darum geht es nicht. 5000, also deutlich. Und was ist schon eine Trefferquote auf plus minus 2%? Die brauchen wir meistens, weil viel mehr als Wahrscheinlichkeitsvorteile im Bereich von 2% werden wir eh nicht kriegen. Wenn wir sie hätten, kann ich gleich davor sagen, dabei sagen, na dann, wir traden ganz schön einfach und dann hätten wir quasi den Heiligen Gral. Natürlich wird man dann nach wie vor nicht jedes Mal einen Gewinner traden in unserem Konto, aber dann wird es ziemlich steil nach Norden gehen. Also viel mehr ist auch nicht zu erwarten. Was heißt das aber, wenn ich jetzt 5000 Trades brauche, damit ich die Trefferquote mit der Genauigkeit angeben kann, die ich wiederum brauche, weil sonst brauche ich eigentlich die Trading-Strategie gar nicht erst anfangen umzusetzen. Kurzes Rechenbeispiel. Ein Jahr H1-Daten entsprechen 6000 Kerzen. Okay, jetzt kann ich ja theoretisch, zumindest hier mal in der Entwicklung einer Strategie, einfach jede Kerze traden. Jede. Oder untersuchen. Naja, dann hätte ich genau gerade meine 5000 überschritten. Gut. Dann hätte ich jetzt, müsste ich praktisch jede Kerze traden. Das wird allerdings eine komische Trading-Strategie. Also die Regeln möchte ich sehen, dass man dann jede Kerze tradet. Natürlich alle mit den gleichen Regeln. Das wird nichts. Also reicht nicht. Typischerweise habe ich immer sowas wie 15 Jahre Kurshistorie. Also die fängt bei mir mal, die Zahl muss ich hier sukzessiv hochzählen, weil die Kurshistorie fängt immer bei 2004 an. Also sind wir im Moment bei knapp 15 Jahren. Das macht dann 90.000 Kerzen. Gut. Also ich will mal kurz auf eine Frage eingehen, weil hier steht, dann weiß doch fast kein Trader, ob seine Strategie auch wirklich profitabel ist. Fragezeichen. Und Antwort, ja. Kaum ein Trader weiß, ob seine Strategie auch tatsächlich profitabel ist. Das ist jetzt hart, ich weiß. Es kommt recht knallhart hier von mir rüber. Aber guck dich nochmal die Excel-Sheets davon an. Also kann ich nur sehr empfehlen. Kann man ruckzuck durchsimulieren, wie schwer es ist zu beurteilen, ob eine Strategie wirklich profitabel ist. Auch ein Live-Konto, ein Demo-Konto. Selbst wenn es nach Norden geht, heißt das noch lange nicht, dass es belastbar schon ist. Dafür genau diese Zahlen. So, jetzt haben wir also in der 15 Jahre Kurshistorie haben wir 90.000 Kerzen. Wenn ich aber jetzt die Strategie, also irgendeine Strategie habe, frage doch gar nicht welche, die dann jede 24. Kerze tradet, das wäre dann so ein Trade am Tag, dann hätte ich 3.750 Trades. Jetzt komme ich zwar schon in den Bereich meiner Forderung, aber eigentlich immer noch zu wenig. Aber immerhin knapp dabei.
gemerkt, diese Strategie würde jetzt jede 24. Kerze on average, also im Durchschnitt, traden. Könnte vielleicht eh noch ein bisschen heavy sein. Aber gut. Dann wären wir so ungefähr genau da, wo wir was wir brauchen. Und was ist jetzt die Abhilfe? Wir machen aber einen Trick. Wir untersuchen den reinen Edge, also unsere Trading-Strategie, unseren Ansatz, was auch immer wir nachher im Kopf haben, einfach für 28 Währungspaare gleichzeitig. Das heißt, wir gucken zunächst mal einfach auf ganz viele Währungspaare gleichzeitig. Das ist sogar mal streng genommen und ihr wisst, dass ich gerade was so die normale klassische Chartanalyse immer ein bisschen kritisch bin. Das ist sogar fast so ein bisschen so ähnlich wie klassische Chartanalyse. Da benutzt man auch ein Regelwerk für das zum Beispiel Einzeichnen von Linien, unabhängig davon, welches Underlying, zum Beispiel welches Währungspaar oder auch welche Aktie man eigentlich untersucht. Und so ähnlich ziehen wir das jetzt hier auch erstmal auf, dass wir sagen, hey, wir machen das simultan. Also, wenn es uns nur um die Edges geht, wenn es uns nur um den Wahrscheinlichkeitsvorteil geht, dann können wir ja ruhig mal alles gleichzeitig betrachten. Und die Individualisieren kommen wir erst danach. Wer jetzt genau zuhört und zuguckt, sieht, naja, sonst sind wir meistens hingegangen. Wir haben eine Trading-Strategie gehabt, die zum Beispiel im Excel abgebildet und haben dann ein Symbol untersucht, optimiert, auch mit guten weiteren Nebenbedingungen, Nachbarschaftsanalyse und, und. Jetzt machen wir es anders. Jetzt gucken wir uns erstmal 28 Währungspaare gleichzeitig an. Wie verlässlich wäre es, ein System so lange, also 15 Jahre, über den Strategietester laufen zu lassen? Also prinzipiell erstmal gut, das genau zu tun. Jetzt ist dann nur die Frage, wie viele Trades macht er in den 15 Jahren? Ich mache mal gleich die Extreme. Wenn der dann trotzdem in den 15 Jahren nur 100 Trades macht, haben wir wieder keine Statistik. Also es geht dann schon auch um die Anzahl der Trades und nicht einfach nur um die bloße Anzahl der Kerzen, weil wenn ich jetzt in den 15 Jahren einfach 10 Trades mache, die super gut sind, dann habe ich wieder keine Statistik. Also es geht nicht um die Anzahl der Kerzen, sondern final um die Anzahl der Trades. Ich will auf eins schon mal gleich hinweisen, weil der ein oder andere wird jetzt gleich sagen, okay, dann geht doch einfach auf kleinere Zeitebenen, ein bisschen meinetwegen auf Tickdaten. Naja, nochmal, es geht nicht, das ist genau fast der gleiche Aspekt, es geht nicht um die Anzahl der Kerzen, sondern um die Anzahl der Trades. Und der Unterschied, wenn ich von H1 zum Beispiel auf M5 oder Tickdaten gehe, ist im Sinne eines Informationsgewinns gar nicht besonders groß. Ich will euch das einfach mal sozusagen vereinfacht an einem Chartbeispiel zeigen. Und zwar habe ich hier in zwei Charts habe ich schon so ein paar Linien eingemalt. Na komm, ich ziehe mal die beiden ein bisschen größer. Und zwar hier in den Euro-US-Dollar und in ups, das war jetzt nix. Jetzt aber nochmal. Das Problem ist, ich bin hier auf dem Server mit dem MT4 und kurze Story dazu, weil seit ihr seht, dass ich auf einem Apple-Rechner arbeite und seit dem Update auf Catalina laufen keine 32-Bit-Programme mehr. Aber egal, gut, dann lasse ich den Chart in der Größe, wie er ist. Gucken wir hier mal links auf den Chart Euro, Schweizer Franken. Ihr seht, ich habe da zwei rote Linien eingemalt. Und die zwei roten Linien stehen hier stellvertretend für Folgendes. Die beiden roten Linien sind im Abstand von 100 Punkten, also jetzt also 10 Pips gewählt. Und wenn jetzt der Kurs vom Euro-Schweizer Franken bei genau 1 wäre und nicht bei 1,09, dann wäre diese Distanz zwischen diesen beiden roten Linien ein Trade. Wenn man ein Trade macht mit 0,01 Euro, 0,01 Lot, dann wäre die Distanz zwischen diesen beiden roten Linien 1 Euro. Also so weit muss ein Trade laufen, bis er 1 Euro gewinnt oder verliert, je nachdem, in welche Richtung man das ganze Ding hier tradet. 1 Euro. 0,01 Lot Trade. Okay. Ihr seht, also so richtig eine neue Situation entsteht erst, wenn wir auch deutlich eine neue Bewegung haben. Mit anderen Worten,
wenn ich hier unten in diesem Plateau bin, dann habe ich hier zwar grob 40 Kerzen, aber keine neue Situation. Außer natürlich die Erkenntnis, dass ich seit 40 Kerzen in einer sehr engen Range laufe. Aber mein Ausgangspunkt, wann auch immer ich an der Stelle einen Trade absetzen würde, und dieser Trade hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit, der jetzt im Bereich von Euros liegt, deswegen hier die zwei roten Linien, dann wäre es egal gewesen, ob ich den Trade an der Stelle eröffnet hätte, an der Stelle oder an der Stelle. Mit anderen Worten, da passierte nichts Neues. Und das meine ich mit, da sind zwar jetzt im M5 zahlreiche neue Kerzen, aber da nichts passiert ist, haben wir keine neue Situation. Und von daher kriege ich nicht unbedingt dadurch mehr Informationen, wenn ich in kleinere Zeitebenen gehe, weil halt sich oft auch nichts bewegt. Na ja gut, vielleicht gleich um 20 Uhr. Aber das ist dann halt definitiv mal eine Sondersituation. Und so geht das halt in den meisten Charts rauf und runter. Euro-US-Dollar nur mal hier als Vergleich im M5-Chart. Da sind wir jetzt seit heute Mittag mehr oder weniger in einer 1-Euro-Spanne. Das, denke ich mal, ist ein schöner Hinweis darauf, dass hier eigentlich gerade nichts passiert und damit keine neuen Situationen entstehen. Ich muss einen Kommentar hier vorlesen, weil es ist schlüssig. Hilfe, mein Arbeitsspeicher bekommt Angst. Ja, so ist es, wenn man hier zurückgeht auf 28 Währungspaare gleichzeitig untersucht. Gut, also wir wissen jetzt, also wirklich noch kleinere Zeitebenen bringen nicht wirklich was. Also bleiben wir jetzt mal einfach bei H1. Okay. Das Konzept, was hier jetzt in Summe dahinter steht, ist, ich nehme 28 Währungspaare. Okay. Und das hört ihr nicht zum ersten Mal aus meinem Mund. Wie komme ich genau auf diese 28 Währungspaare? Naja, ich gucke mir immer alle Kombinationen aus diesen besagten Währungen an. Die bilden ja dann die Währungspaare. Und aus diesen 8 Währungen kann man genau 28 Währungspaare bilden, weil man ja als Währungspaar immer nur eine Richtung bezeichnet. Also australischer Dollar, US-Dollar. US-Dollar, australischer Dollar ist zwar vollständig definiert, ist auch einfach nur der Kehrwert aus dem anderen, aber ist kein Handelssymbol, was wir in unserem Tickern kennen. Also von daher gibt es genau diese 28 Währungspaare, wenn man die 8 Währungen alle kombiniert. Gut. Ich gehe noch mal kurz wieder weiter auf eine Frage ein. Weitergesponnen bedeutet doch es doch dann auch, dass es Zufall ist, ob ich ein Gewinner-Trader oder ein Verlierer-Trader werde. Also dann doch Glücksspiel? Fragezeichen. Nee, so will er auch nicht, weil es hängt genau davon ab, sozusagen, wie viel Historie habe ich jetzt schon und wie. Sozusagen, wie weit geht mein Konto nach oben? Wenn mir jetzt jemand einen Kontoauszug oder ein, was auch immer, zuschickt mit in Summe 20 Trades, dann werde ich in der, und dieses Konto auch einfach mal nach Norden geht, dann werde ich einfach kritisch. Ich kann gewissermaßen zu jeder Anzahl von Trades eine Zahl angeben, wie genau ich jetzt eigentlich aus rein statistischen Gründen die Trefferquote angeben kann. Und das legt mir sozusagen den Fehlerbalken fest. Und erst wenn ich dann außerhalb des Fehlerbalkens positiv bin, dann weiß ich, das Konto ist wahrscheinlich ein sozusagen ein Gewinnerkonto, ein Gewinnertrader. Was aber leider immer noch nicht heißt, dass ja die gleiche Strategie auch in Zukunft weiter funktioniert. Da komme ich nie dran vorbei, um die Aussage. Gut. Wenn wir also jetzt hier unsere 28 Währungspaare haben, dann gehen wir jetzt methodisch so vor, dass ich sage, wir untersuchen zunächst den Edge für die Trades ohne Spreads. Und ich schreibe hier gerade bewusst drüber das finale Konzept. Ich mache hier heute im Webinar noch so eine Vorbetrachtung, die ist ein bisschen einfühlsamer und ein bisschen intuitiver. Deswegen sage ich, unterscheide ich hier zwischen dem finalen Konzept, wie ich es auch dann final in der Entwicklung weiterer Trading-Strategien gerade umsetze. Und dem anderen Teil, den ich hier heute methodisch erstmal vorstelle. Wichtig ist nur die Unterscheidung. Ich unterscheide zunächst mal, dass ich Trades simuliere,
die gar keinen Spread haben. Aber mit einer Kommission kriegen sie trotzdem. Was ist die Idee dahinter? Erstmal ist die Kommission bei allen Trades gleich. Also ein Lot kostet beim 0,01 Lot 6 Cent und darüber wird es dann, wenn man Richtung größere, dann merkt man, dass es in Wahrheit 5,50 € pro Lot sind. Das heißt, wir haben für alle diese Währungspaare die gleiche Kommission. Aber wir wissen alle, dass der Spread deutlich unterschiedlich ist. Euro-US-Dollar deutlich besser als, was weiß ich, britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Das heißt, wir nehmen das, was alle gemeinsam haben, nehmen wir mit, nämlich die Kommission in den Trades. Aber die Spreads lassen wir zunächst mal außen vor, weil die sind ja quasi individualisiert. Der Euro-US-Dollar-Trade hat immer die besseren Spreads als der britisches Pfund Neuseeland-Dollar-Trade. Aber wenn es mir um den Edge geht, kann ich ja erstmal den Spread weglassen und dann halt alle Paare gleichzeitig untersuchen. Wenn ich jetzt was gefunden habe, dann schalte ich den Spread ein und filter mir dann die Währungspaare raus, die auch profitabel bleiben. Und vielleicht bleibt dann der Euro-US-Dollar über und das britische Pfund Neuseeland-Dollar halt doch nicht. Dann weiß ich aber trotzdem, dass mein Konzept, was hinter der Trading-Strategie steht, eigentlich auch für britisches Pfund Neuseeland-Dollar funktionieren würde. Nur dummerweise sind halt leider die Spreads zu hoch und deswegen funktioniert es da nicht. Ihr habt schon in vielen Webinaren hier gesehen, dass die Kosten nachher sogar meistens kriegsentscheidend sind. Die Kosten entscheiden sogar darüber, ob wir profitabel oder unprofitabel traden. Deswegen will ich trotzdem genau dieses zweigliedrige System. Ich lasse erstmal die Spreads weg, weil dann kann ich besser den reinen Edge untersuchen. Da ich die Commission aber bei allen gleich drin habe, also weil die tatsächlich ja gleich ist, kann ich die auch erstmal, also auch schon mitnehmen bei der Entwicklung des Edges. Und danach erst dann kann ich das einschalten und filter mir dann im Zweifelsfall die Währungspaare raus, die dann auch wirklich immer noch gut funktionieren. Von daher ist das jetzt so ein zweistufiger Ansatz. Im Vergleich zu, sonst sind wir hingegangen, haben uns ein Währungspaar genommen, haben eine Trading-Strategie entwickelt und haben natürlich dann für dieses Währungspaar auch bereits die richtige Kommission und den richtigen Spread benutzt. Okay. Ich will das auch nach wie vor nicht verteufeln. Nur wenn man die Methodik sich jetzt anguckt, gewinnen wir Statistik. Wir gewinnen sozusagen größere Zahlen. Und das ist das, was ich erreichen will. Und wenn ich sage, naja, die ganzen verschiedenen Währungspaare sind wirklich verschieden, außer der Kommission, das auch noch mal kurz in einem Übersichtschart hier gezeigt. Ich hoffe, der kommt jetzt schnell genug, weil Serverzugänge und gleichzeitig Webinare machen, ist immer ein bisschen kritisch. Also, was ihr hier jetzt auf die Schnelle seht, ist mein Spread-Monitor-Bildschirm. Und ich warte mal, bis das Bild auch bei euch auftaucht. Und dann seht ihr, dass hier für jede Menge Symbole einfach gerade, also A, wird es gelockt und B, gibt es dann hier so Zahlen. Also wie zum Beispiel Euro-US-Dollar ist das Spread im Moment gerade 0,3 Bips. Okay. Und dazu gibt es dann auch Charts und. Sei es drum, ich will eigentlich nur auf eins hinaus. Gehen wir mal hier die Spalte runter. Euro-US-Dollar 0,3 Bips. Britisches Pfund australischer Dollar 3,4. Britisches Pfund kanadischer Dollar 2,9 und so weiter. 1,9. Ihr seht, allein schon aufgrund der Farbe wird so ein bisschen gehighlightet. Da gibt es halt welche mit ziemlich kleinen und welche mit relativ großen Werten. Und wenn ich schon einerseits sage, Kosten und kriegsentscheidend, kann genau der Unterschied ausmachen, ob nachher meine Strategie auch auf dem individuellen Währungspaar dann noch läuft oder auch nicht. Gut, das nur mal so als kleine Bestätigung, wie groß die Unterschiede sind. Also die Idee hinter dem Ganzen ist, trenne Edge und Trading, weil wir so eine bessere Statistik bekommen und der Spread verbleibt als die individuelle Eigenschaft eines Währungspaars. Gut. Heute habe ich gesagt, will ich es aber einfach ein bisschen so aus didaktischen Gründen nochmal ein bisschen anders zeigen, weil es wird so ein bisschen schneller nachvollziehbar, was hier so im Einzelnen gleich passiert, wenn wir auf die Auswertungen gucken, die ich alle dann schon vorbereitet habe, damit wir auch wirklich gleich mal noch ein paar Ergebnisse direkt bekommen. So,
Ich nehme natürlich die 28 Währungspaare simultan gewonnen und wir untersuchen jetzt zunächst mal nur die Trefferquote. Also wirklich die reine Trefferquote. Also sozusagen die Frage, wenn ich jetzt einen Trade anfange und diesen Trade genau 24 Candles halte, also einen Tag, wenn ich H1-Daten habe, bin ich eigentlich nach den 24 Stunden im Plus oder im Minus? Um mal gleich schon Begriffe zu verwenden, die gleich auch in den Excel-Sheets auftauchen. Das ist nachher bei mir immer die Frage der Future Candles. Also wie weit in die Zukunft gucke ich? Und nach welcher Zukunft frage ich jetzt einfach, habe ich jetzt einen Winner oder einen Loser? Und zwar rein nur auf die Frage hin, geht es halt nach oben oder nach unten? Ich frage nicht, wie groß die Bewegung ist, sondern einfach nur die reine Trefferquote, um es wirklich ganz einfach zunächst mal anzufangen. Und dann schalte ich auch nochmal um und gucke mir wirklich die Bewegung an. Also, wie viel Prozent hätte ich denn da gewonnen? Das ist noch kein Trade, sondern es geht um die Frage von prozentualen Gewinnen. Also, so, naja, der Kurs ist um 0,38% hochgegangen. Ist ja auch mal eine Aussage. Und hier mache ich jetzt heute keine Individualisierung, dass ich mir danach dann jeden Einzelnen angucke, sondern ich mache es en gros. Ich schalte einfach bei allen den normalgültigen Spread und auch die Commission dann an, um mal zu gucken, ob immer noch ein Edge bleibt für das sozusagen en gros. Also ich mache es nicht individualisiert, aber dann gucken wir trotzdem mal, was denn passiert, wenn wir die korrekten Spreads anwenden. Und wir wollen unterschiedliche Indikatoren dabei untersuchen, um zu fragen, hey, was geht denn da? Okay, also gerade noch gefragt, welches Add-on benutzt du für das Monitoring? Lasst mich mal schnell schauen. Das ist irgendwas, was ich aus dem Internet runtergeladen habe. Also für den Spread Monitor benutze ich Indikatoren. Der heißt ICE, also ICEFX Spread Monitor. So heißt der Indikator. Den wirft man auf den Chart, also genau genommen auf einen sekundären Chart. Das ist ganz verrückt. Also machen ATR einfach rein, dann gibt es ja so ein zweites Fenster und in dieses zweite Fenster, da wirft man dann diesen Indikator ICEFX drauf. Gut. Irgendwo ist im Internet runtergeladen. So, wir haben unterschiedliche Indikatoren, die ich benutze, die ich sozusagen auf ihren statistischen Edge hin untersuchen möchte. Und wie so immer hat ja ein Indikator eine Periodenlänge. Also haben wir auch unterschiedliche Periodenlänge. Wir könnten ein EMA 20, ein EMA 80 oder sonst was haben. Und jetzt haben wir dann unterschiedliche Werte für Indikatoren. Ja, aber das ist ja dann sozusagen einfach nur eine Zahl. Ja, es wird jetzt schwer, dann sozusagen das genauer zu untersuchen. Naja, da helfen wir uns mal mit einem Trick. Und zwar, unsere Indikatorenwerte, stellt euch zum Beispiel mal eben, das zeige ich auch gleich zuvor im Excel, als einen Indikatorwert den Rate of Change. Rate of Change ist nichts anderes als die prozentuale Änderung. Manchmal nennt man das Ding auch einfach Momentum. Also wir gucken einfach, wir nehmen uns sozusagen eine Aufpunktkerze und gucken dann 24 Kerzen zurück und fragen, wie viel Prozent Änderung liegen dazwischen. Das ist der Rate of Change 24. Und ja, jetzt können wir das machen und dann können wir auch Gruppen einteilen. Ich will auch genauer sagen, was ich mit Gruppen meine und wie das Ganze eigentlich so entsteht. Damit das Excel-Sheet handzahm bleibt, habe ich jetzt hier mal schon mal eine kleine Vorlage gemacht. Ich habe in Wahrheit jetzt hier D1-Daten genommen, aber ganz ehrlich, nur damit das Excel-Sheet handzahm bleibt. Also damit ich nicht so viele Punkte hier drin habe und nicht so lange mir hier Sanduhren angucken muss. Also hier sind die Kurse, in dem Fall D1-Daten. Und jetzt habe ich hier den Rate of Change 24 gebildet. Okay, das heißt einfach der Wert minus den Wert von vor 24 Kerzen, den Close-Kurs. Und ich habe jetzt hier durch den aktuellen, sozusagen meinen Aufpunktkurs dividiert. Das ist relativ unerheblich, durch welchen von den beiden ich dividiere. Und das ist dann der Rate of Change 24 jetzt hier in einem
D1-Chart. Und wenn man das jetzt hier mal versus Zeit, also für die letzten 14 Jahre aufträgt, dann sieht das Ganze so aus. Übrigens, wenn ich gerade schon diesen Chart hier mal habe, will ich mal kurz mit erwähnen, da sieht man, was wir im Moment als Trader-Sicht für Probleme haben. Das ist ja quasi so etwas Ähnliches wie die Volatilität verglichen mit vor ungefähr einem Monat. Und ihr seht, die Volatilität ist ganz schön mau. Also hier die ganzen Balken sind alle nicht gerade besonders groß. Also, was ich jetzt mache, um jetzt meine individuellen Rate of Change-Werte in Gruppen zu sortieren, geht ganz einfach. Ich nehme einfach die ganzen Zahlen, kopiere mir die sozusagen hier nochmal hin. Das mache ich jetzt mit Einfügen. So, und dann gehe ich einfach hin und sortiere die ganzen Zahlen einfach der Größe nach. So. Und dann haben wir das, was ich immer, also wenn ich das jetzt auftrage, dann haben wir das, was ich immer so gerne ein Pseudohistogramm nenne. Ich will es euch auch eben zeigen, was ich damit meine. So. Da haben wir mein Pseudohistogramm. Hier haben wir jetzt die ganzen Rate of Changes der Größe nach aufgetragen. Das ist kein Histogramm, sondern einfach nur die Abfolge. Naja, und jetzt bilden wir Gruppen. Ich will Gruppen bilden, die alle gleich groß sind. Mit gleich groß meine ich, die gleiche Anzahl von Werten in sich tragen. Ja, das habe ich jetzt sozusagen schon vorbereitet. Deswegen ist dieser Chart hier so schon von selbst gerade entstanden. Ich nehme hier einfach den ersten Wert. Und dann hier den Wert bei 426. Grund ist, ich habe hier rund 4300 Datenpunkte. Ich will 10 Gruppen bilden. Also gehe ich auf grob den Wert bei 430. Hier den Wert bei ungefähr 860. Und das sind genau die Werte. Soll heißen, meine Gruppe 0 hat Range of Changes zwischen diesem Wert und diesem Wert. Und die Gruppe ist genau 430 Mitglieder groß. Von hier nach hier, das sind die sozusagen Gruppengrenzen. Dazwischen ist es jetzt alles aus der Gruppe 1, also weil ich bei 0 angefangen habe zu zählen. Und es sind wieder 430. Und so weiter und so fort. Das bilden meine Gruppen oder auch Klassen. Und die will ich nachher gesondert untersuchen, weil ich will sozusagen immer eine Gruppe, eine Klasse als eine Einheit untersuchen und fragen, habe ich innerhalb dieser Gruppe einen expliziten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Das ist dann sozusagen die eigentliche Frage. Und das dann sogar in Wahrheit über alle 28 Währungspaare gleichzeitig und schon gar nicht auf D1-Daten, sondern wie gesagt auf H1-Daten. Das bildet mir allerdings meine Gruppen. Und diese Art von Nummerierung, da gleich gehe ich auf 31 Gruppen. Aber ihr wisst, was ich jetzt meine, wenn ich von einer Gruppe rede. Wichtig ist schon mal, dass wir uns merken, ganz links, also sozusagen die Gruppen mit den kleinen Zahlen, werden dann die mit den ganz kleinen Werten. Also jetzt hier sind das dann genau die ganz negativen Werte. Und ganz rechts sind sozusagen die ganz große Werte haben. Okay, das merken wir schon mal, weil dann kann man so ein bisschen einordnen und die Excel-Sheets gleich leichter interpretieren. So kommen wir aus einem Indikatorwert. Übrigens, der EMA beispielsweise ist nicht geeignet, weil der EMA sagt nichts. Also vor allen Dingen können wir den nicht normalisieren über alle Währungspaare. Aber andere gute Indikatoren, die wir hier zu Rate ziehen können, um zu fragen, gibt es irgendwo ein Edge und wenn ja, wo? Rate of Change, eine Variante. Das ist sogar die einfachste und übrigens gar keine schlechte. Man könnte zum Beispiel die Steigung bilden, Regression Percent, das ist einfach so eine Ausgleichsgrade. Für die letzten 256 Kerzen bilden wir eine Ausgleichsgrade, die hat eine Steigung. Und die geben wir in Prozent an. Schwupps, haben wir wieder einen Indikatorwert, den wir wieder normalisieren können, also sprich in die Gruppen aufteilen. Sehr schön. Oder wir machen sowas wie Distance EMA, also der prozentuale Abstand von dem EMA hatten wir mal so ähnlich in Mean Reversion Strategien. Oder Slope EMA ist auch klar. Slope EMA ist einfach die Steigung eines EMAs. Die geben wir auch wieder in Prozent an. Dadurch werden auch Währungspaare wieder untereinander absolut vergleichbar. Gut. So, einer hat keinen Ton. Ich hoffe, es ist nur einer. Okay.
Und jemand hat ihn auch schon gefunden, den Indikator ICE-FX. Das ist sehr schön. Ich sag nochmal gerade, also Michael, wenn du gerade den Link noch irgendwie verfügbar hast, dann schick ihn doch bitte, dann kann ich den gleich hier sogar noch teilen. Also falls du noch irgendwo den Link parat hast, dann kriege ich das hier noch direkt auch mit verteilt. Vielen Dank, also falls auch irgendwie möglich. Gut, das sind unsere unterschiedlichen Indikatoren. Jetzt gehen wir in die Anwendung. Nochmal, wir suchen den statistischen Edge. So, und ich habe gesagt, wir fangen an mit der Hitrate. Und jetzt weiß ich, der ein oder andere wird erschrecken. Mann, was sind das hier für Excel-Sheets? Wie soll ich die denn interpretieren? Ich führe euch da kurz durch und dann wird auch gleich ruckzuck klar, wie prägnant hier Wahrscheinlichkeitsvorteile werden. Und das auf Daten von, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, das auf Daten von H1. Und da fehlt mir gerade eigentlich noch eine Zahl. Nee, passt, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, dass ich hier einmal durch die Irre jongliere. Also, um euch hier durchzuführen, dieses Excel-Sheet ist in der Tat ein bisschen länger, also so lange auch nicht, also 300, 400 Zeilen. Ich will mal kurz beschreiben, was hier in so einer Zeile drin ist. Und dann werdet ihr auch gleich schon erkennen, was ich meine mit Edge und warum das hier gleich so offensichtlich wird. Okay, als erstes steht der Indikatorname, hatten wir gerade erklärt. Future Candid, hatte ich auch gesagt. Also wir gucken hier eine Kerze in die Zukunft. Also in dem Fall, weil ich ja H1-Daten habe, eine Stunde. Ihr seht, nachher kommen die anderen Zahlen, ich nehme da immer Zweierpotenzen. Dann 2 Stunden nach vorne, 4 Stunden nach vorne und ich höre, glaube ich, auf bei 128 Stunden nach vorne. 120 ist eine Woche. Okay. Dann habe ich hier so eine Feature-Nummer. Die übersetzt sich unmittelbar in eine Indikatorperiode. Also die kann zum Beispiel 1 sein. Das ist natürlich beim Rate of Change einfach genau eine Kerze zurückgeguckt. Okay, also eine Kerze von jetzt auf die Kerze, den Close von davor. Oder 2 Kerzen zurückgeguckt, 4 Kerzen, 8, 16 und so weiter. Bis 512 Kerzen gucken wir zurück. Das sind also dann grob 4 Wochen, die wir zurückgucken und den Rate of Change bilden. Und jetzt stehen hier genau unsere Gruppen. Und ich hatte schon mal gesagt, hier habe ich 31 Gruppen gebildet. Was heißt dann die 0,54? Das ist eine Hitrate. Also ich hätte eine Hitrate von 54%, wenn ich in der ganz linken Gruppe bin. Ihr erinnert euch? Ganz linke Gruppe, Rate of Change. Das sind die also ganz kleine negative Zahlen hat. Das heißt, der Kurs ist deutlich gesunken. Aha. Und dann habe ich mit 54% Wahrscheinlichkeit eine Aufwärtsbewegung. Aha. Für die Gruppe, die ganz links ist. Also ich bin ganz extrem, läuft der Kurs gerade sozusagen nach Süden. Und ich soll Long Trade eingehen, weil das steht hier. 54% wäre dann meine Trefferquote für ein Long Trade mit einer Trade-Dauer von 1 Stunde. Ich habe jetzt gesagt, ich habe keinen Stop-Loss und nix. Hier steht auch kein Eurobetrag. Gar nichts. Sondern das ist einfach nur, ja, nach 1 Stunde geht der Preis typischerweise nach oben, wenn ich auf Basis meines Rate of Change, Periodenlänge 1, davor deutlich nach unten gegangen bin. Also er macht sozusagen das Entgegengesetzte. Diese sozusagen Satzformel, die könnte ich jetzt hier fast dauerhaft anwenden. Ich mache mal Folgendes und will euch einfach mal nur so eine Zeile hier plotten. Und dann sieht man, dass die Hitrate, die geht hier von 54% durch meine 31 Gruppen runter auf 47%. Was übrigens auch nichts Schlechtes ist. Das ist hier immer der fiktive Long-Ansatz. Es soll heißen, wenn ich also Kerzen habe, die gerade besonders nach oben gegangen sind, sollte ich halt einen Short-Trade machen. Und schon bin ich wieder quasi dabei. Interessant. Das heißt, gerade wenn ich in den Extremen bin, habe ich einen guten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Sehr schön. Genau sowas wollen wir haben.
Und das war jetzt gerade die Betrachtung nur für Rate of Changes, Indikatorperiode 1 und wir haben eine Kerze in die Zukunft geguckt. Okay, wenn wir jetzt andere Indikatoren wählen, nicht Rate of Change 1, sondern Rate of Change 2 oder Rate of Change 16, dann sehen wir, dass die Hitrate immer noch die gleiche Tendenz hat. Also sie ist oberhalb von 50%. Sprich, es ging in der Vergangenheit deutlich südlich. Wenn wir da in einem Extremwert sind, weil wir sind ja hier in meiner Spalte H, in der ganz linken Gruppe, geht es danach tendenziell nach Norden. Als Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und genauso können wir uns jetzt das Ganze hier für zwei Kerzen in Zukunft angucken und so weiter und so fort. Ich gehe mal nur zunächst bis hier hin, weil hier hört das Ganze für den Rate of Change auf und danach kommt ein anderer Indikator. Gut, ich will jetzt mal nur die Gruppe 0, also plotten. Und dann sehen wir, dass wir eigentlich immer oberhalb der 50% sind, egal welche Future Candles, wie viele und wir uns angucken und egal wie weit wir zurückgucken, weil die Indikatorperiode ist ja das, was sich hier ebenfalls geändert hat. Hey, das ist schon mal cool. Das heißt, egal, wir gucken zurück, wir wollen eine Aussage für die Zukunft bilden und was hier eigentlich rauskommt, ist Counter Trade. That's it. Und genauso sieht es dann auf der anderen Seite, hier auf der anderen Seite genauso aus. Jetzt habe ich gesagt, gibt es ja auch noch weitere Indikatoren. Okay, kein Problem. Jetzt kommt ein lustiger Auftrag. Ich gucke mir hier einfach gleichzeitig, ich gehe hier durch alle Indikatoren, die hier alle untereinander durchstehen, weil ich jetzt die ganze Spalte einfach mal eben plotte. Wir hatten gerade uns in sozusagen hier die ersten 70 Zahlen. Das war hier der Rate of Change. Dann anschließend kommt die Regression Percent. Und dann kommt, weiß ich nicht mehr, muss ich gleich nachgucken, welcher dann der nächste Indikator ist. Ich will ja nur auf was anderes hinaus. Also jetzt die individuell besten und so rauszusuchen, können wir alles machen. Dafür können wir ja auch die Excel-Sheet haben. Überhaupt gar kein Problem. Ich will nur, dass hier rauskommt, okay, für egal welchen Indikator, es kommt hier immer die gleiche Aussage aus. Sind wir in dem Extrem, wenn ich jetzt nenne, unterverkauften, überverkauften, ich weiß gar nicht, welche Formulierung ich so nenne. Wenn wir immer, wir gucken uns ja jetzt gerade die ganz linke Gruppe an, also die weit negativ ist, dann sollten wir entgegengesetzt traden. Das steht hier. Wir können jetzt hier sogar so Spiele machen, und fragen, wie ist denn eigentlich die absolute Hitrate? Also absolute Hitrate ist jetzt folgendermaßen definiert. Wenn ich jetzt weiß, dass die Gruppe, die ja hier mit 0,46 steht, wäre ja dann der Short-Kandidat. Da würde ich meine Short-Trades machen. Wenn ich das ja weiß, kann ich das ja berücksichtigen. Dann kann ich auch meine Hitrate hier aufsummieren, sozusagen Vorzeichen richtig. Dann kann ich mir das mal angucken. Und da kommen dann schon Zahlen raus. Damit kann man was anfangen. Hier ist sowas wie was wir an Hitrate erwarten können, was wir in Summe kriegen können, ja, sowas wie 2%. Ja, 2%, damit könnten wir wahrscheinlich schon eine Trading-Strategie kreieren. So, jetzt, ich schicke hier mal eben den Link von dem Indikator, den ich hier von Michael gekriegt habe, einfach an alle. Das heißt, ihr hättet jetzt auch alle im Zweifelsfall den Link von dem Spread-Indikator. Gut. Und so kann man jetzt hier noch zahlreiche weitere Auswertungen machen. Man kann zum Beispiel fragen, welche Zukunftslänge ist denn eigentlich am besten? Jetzt geht mir langsam die Zeit aus, deswegen überlege ich, wie ich jetzt hier am schnellsten das euch noch kurz zeige, dass man solche Auftragungen machen kann. Werdet ihr auch rein selber rausfinden. Da ich wirklich darauf achten muss, dass das Webinar, hatte ich den anderen versprochen, dann auch passt, werden wir das auch hinkriegen. Das war jetzt nur Hitrate. Ich springe jetzt mal gleich sozusagen ans Ende. Ihr seht, was ich hier noch an anderen Excel-Sheet habe. Ich habe mal nur auch, wie viel Prozentbewegung kriege ich denn in welcher Gruppe? Ich habe gefragt, was passiert, wenn ich ein Spread einbaue?
Ab dann muss man spätestens anfangen, Long und Short individuell zu untersuchen. Oder der Physiker würde sagen, sobald wir den Spread einbauen, dann haben wir einen Symmetriebruch. Ich weiß, jetzt klingt es wirklich abstrakt. Egal. Und dann können wir natürlich auch wirkliche Trades da ausbauen. Und Trades heißt jetzt schlicht und ergreifend Future Candle, da steht 1, 2, 4, 8. Okay, wir halten den Trade, einfach 8 Kerzen und dann verkaufen wir ihn. Dazwischen hatten wir weder einen Stop-Loss noch einen Take-Profit, aber wir gucken, kriegen wir dann immer noch ein Edge? Das gucken wir uns nochmal an. Zwar einfach für Mid-Spread, damit ihr auch mal gesehen habt, hey, das besteht auch, wenn ich denn sogar dann, wenn ich noch das Spread und Commission mit einbaue. Und da ihr die Art von Auftragung vorhin schon gesehen habt, gucke ich mir jetzt hier wieder die ganz linke Gruppe an. Hier der Musterkandidat für Long Trades ist. Und wir gucken uns davon mal hier das Ganze über alle Indikatoren, die ganzen vielen verschiedenen Indikatorperioden und Future Candles an. Ihr erinnert euch noch, ein Indikator hört hier ungefähr auf, hier bei der 77, also hinter der 77. Ich mach's mal hier kurz ein bisschen größer, dann wird auch sofort meine Aussage schon deutlich. Also hier steht jetzt wirklich ein Trade, also ein mittlerer Trade. Was hier steht, sind Euros, weil ich einfach überall einen Trade gemacht habe mit 0,01 Lot in jedem dieser 28 Währungspaare. Und was wir jetzt zunächst sehen, okay, da wo wir vorhin, selbst hier vorne hatten wir ja eigentlich ein Edge. Dieser Edge ist aber nicht ausreichend, um den Trade auch nach vorne zu bringen. Woran liegt das? Die Bewegung ist nicht groß genug. Also wenn wir zu wenig Kerzen abwarten in die Zukunft, fressen mich die Kosten auf. Deswegen habe ich jetzt plötzlich auch hier kein Edge mehr. Und deswegen ist der mittlere Erwartungswert, der jetzt hier wirklich in Euro ist, weil ich wirkliche Trades mache mit 0,01 Lot, über alle Währungspaare, nichts da. Aber ihr seht, wenn ich ein bisschen länger warte, und es geht ungefähr ab 16 Kerzen los. Wenn ich also 16 Kerzen mit meinem Trade warte, bis der zu Ende geht, dann kriege ich hier ein Edge. Jetzt haben wir was. Hier steht das mittlere Trade-Ergebnis nach, das ist 16 Kerzen, das ist 32, 64, 128 Kerzen. Aha, jetzt wird es wirklich gut. Das heißt, wir kriegen sogar Edges. Und zwar, also jetzt Edges, die sogar im Trade noch bestehen, also im echten, mit Commission und Spread. Sehr gut. Wir sehen jetzt auch, dass die sechs verschiedenen Indikatoren, die ich hier verwendet habe, unterschiedlich abschneiden. Jetzt in dem Fall schneidet tatsächlich am besten der Rate of Change ab. Verglichen mit den anderen wie Regression, Slope EMA, Distance EMA und so weiter. Aber das haben wir jetzt sozusagen als weit gesicherteres Ergebnis als sonst. Was meine ich jetzt mit weit gesicherteres Ergebnis als sonst? Gucken wir auf meine Erkenntnisse. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch, ich habe ein bisschen was jetzt übergangen, muss ich gestehen, aus Zeitmangel hier. Was ich eigentlich überall finde, alle Indikatoren liefern mir in der Tat ein Edge. Der ist ein bisschen unterschiedlich groß, gut, je nachdem, was wir uns jetzt genau angucken und in welche, wie viel Zukunft und so weiter. Was allen gemeinsam ist, immer die extremen Situationen, das sind die Randgruppen, sind die besten. Das heißt, wenn wir besonders weit weg sind vom EMA, wenn wir eine besonders große Kerze haben, die Power Candles, ihr erinnert euch, und. Die Extremsituationen sind unsere Trading-Chance. Und wie? Das geht auch noch gleich. Als Counter-Trade. Also das heißt, wir müssen immer genau das Entgegengesetzte haben. Wir sind weit oberhalb vom EMA, sozusagen große Distanz zum EMA. Da müssen wir nach Süden traden, also ein Short Trade. Und so geht das hier. Wenn die Regression besonders negativ ist, dann müssen wir einen Long Trade eröffnen. Also es läuft immer darauf hinaus, dass wir die Counter Trades, die haben hier inhärent für uns die besten Chancen. Und selbst wenn wir jetzt die Kosten einschalten, also Spreads und Commission, dann kommen wir natürlich mit den ganz kleinen Future Candles, also wenn wir nur Haltedauer von einer Stunde haben, dann kommen wir nicht zurecht, weil das ist zu wenig Bewegung. Aber so ab 16 Stunden können wir auch da profitabel werden. Was jetzt das wirklich Gute und Coole ist,
Die Aussagen beruhen auf der Analyse von in Summe 2,5 Millionen Kerzen. Oder wenn ich eine einzelne Gruppe nehme, dann ist es 2,5 Millionen Kerzen dividiert durch 30 oder 31 Gruppen habe ich. Das sind dann grob immerhin noch 250.000 Trades. Eine Gruppe in dem Excel-Sheet gerade war die Zusammenfassung, die Illustration von 250.000 Trades. Stats, Statistics. So, da haben wir jetzt doch mal ein bisschen Statistik und nicht gerade mal nur 100 Trades in irgendeiner Historie. Habe ich hier gerade schon irgendeine richtige Trading-Strategie gemacht? Ehrlich gesagt, nein, weil wir haben gar kein richtiges Regelwerk. Also mit Einstieg, Ausstieg, also außer, ja, Einstieg und Ausstieg, wenn man in diese Gruppen fällt, ja, und Ausstieg war immer nach X Kerzen. Aber wir haben keinen Stop-Loss, kein Take-Profit. Müssen wir natürlich alles noch machen. Aber wir wissen jetzt, dass wir über diese Methodik der Trennung zwischen nimm alle 28 Paare, such nach dem Edge, ziemlich gut nach vorne kommen und haben dann auch eine deutliche Statistik. So, jetzt habe ich schon eine Minute zu lang geredet, aber also, Zusammenfassung. Die Edge-Ableitung simultan auf dem gesamten Volksuniversum, die ist sehr vielversprechend, weil wir so unmittelbar richtig Statistik bekommen. Und auch wenn wir jetzt keine richtige Trading-Strategie gemacht haben, wir konnten schon Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich die Extremsituationen sind die vielversprechendsten. Und wenn wir auf Trades gucken, brauchen wir wahrscheinlich so Haltedauern ab 16 Stunden. Darunter wird es irgendwie zu kritisch, da passiert zu wenig. Also da ist die Bewegung zu klein, um in Summe profitabel zu werden. Es könnte sein, dass wir nachher bei der Individualisierung, zum Beispiel für den Euro-US-Dollar, auch auf kleineren, also für kleinere Haltedauern immer noch zurechtkommen, aber wahrscheinlich eben nicht bei britisches Pfund Neuseeland-Dollar zum Beispiel. Also, ihr könnt euch sicher sein, da kommt noch was. Wichtig war für mich, mal einen Methodenwechsel hier zu zeigen und durchaus zu sagen, okay, lass uns mal die Trading-Kosten erst rausnehmen, gucken wir mal nur nach dem Edge und dann, wenn wir den Edge kennen, dann individualisieren wir, weil ja jedes Währungspaar quasi individuelle Trading-Parameter hat, sprich Spread. Und der ist deutlich verschieden zwischen den einzelnen Underlyings. Ja, soweit von mir. Excel-Sheets, auch wenn die ein bisschen zu kurz gekommen sind. Gerne einfach hier E-Mail an mich. Ja, und wer jetzt wechseln will, sozusagen, da läuft jetzt gleich noch ein weiteres Webinar. Und um 20 Uhr Zinsentscheid. Mal schauen, was wir mal wieder machen. I don't know. Sei es drum. Euch noch einen schönen Abend. Und letzte Bemerkung. Wir hören uns erst wieder im nächsten Jahr. Ich verschwinde am Montag in Urlaub. Es geht über Weihnachten und Neujahr nach Vietnam. Aber im neuen Jahr, da hören wir uns wieder. Also von mir, von meiner Seite aus, sogar jetzt schon schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Okay, dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.